Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Spay Kings Bounty 2, wo wir ein bisschen mit der Hauptquest auch weitermachen werden. Die Saat des Verrats haben wir auch hier. Und was bist du? Auch die Saat des Verrats. Wir haben viele Saat des Verräte. Wir haben ziemlich viele, die quasi uns nicht so gut haben möchten. Ach, da hinten ist auch nochmal was. Finde Paulus, okay. Finden wir ihn doch mal. Mal schauen, was wir zu sagen haben. Beziehungsweise schauen wir, was wir so alles haben. Please, Albert, do not utter that. So, what do you need? I am seeking a mage named Palatinus. You two paid him a visit the night before the disaster, did you not? Oh no. Ursula. Calm your britches, Albert. I will tell them everything. Palatinus is a famous alchemist, a genius in fact. We ordered a rejuvenating potion from him for Albert's mother and paid a good price for it. But when we came to collect the potion, Palatinus had fled. Leaving us empty-handed. That was about the same time the panic started. The hubbub, the shouting. We only escaped by the seams of our stockings. If you're still here, Palatinus must still be nearby. Any ideas where he might be hiding? He was seen in the vicinity of the tower several times. It is rumored he's completely lost his mind, overwhelmed by illusions and arcane fixations. I must admit, we've given up any hope of getting our money back. Palatinus is both insane and dangerous. It would be better if someone else found the wizard and took care of him without our help. Someone who would be a match for him. What does that mean, dear heart? Uh-huh. It means we are going home, my little turtle cake, right now. Das verrückte Genie. Okay. Befragen und das Genie finden. Aber es gibt noch andere. Wir haben noch was. Meister, sprich mit dem Bibliothekar. Suche im Wald nach was. Es gibt hier noch einiges zu tun. Genauso wie quasi den Großteil hier noch zu plündern in irgendeiner Art und Weise. Viel Spaß damit. Viel Spaß damit. Es gibt vieles zu tun. Stell ich fest, es gibt vieles zu tun hier. Könnte die Burg. Ne, müssen wir noch nicht machen. Hier geht's raus. Okay, da wollten wir nicht hin. Da wollten wir nicht hin. Wenn, dann möchte ich mal hinten noch ein bisschen nachgucken. Ob wir vielleicht das eine oder andere noch finden. Wer weiß, wer weiß. Na gut, so bei dir finden wir nichts. Schade. Da finden wir leider nichts. Aber vielleicht da hinten? Hallöchen, aber auch. Was versteckt ihr hier oben? Eine Sternkarte. Wusste ich es doch. Wusste ich es doch, dass hier noch eine Sternkarte ist. Ja, habe ich gerochen, habe ich die sogar. Okay, welches haben wir noch nicht gemacht? Oh, verkehrt. Dann gehen wir mal rüber zu diesem sogenannten Meister. Wir befragen einfach alle wieder kreuz und quer durch die Gegend, weil alles andere wäre ja quasi langweilig. Sieht einfach schön aus. Das Design der Stadt, alles wunderbar. Tratatata, da sehe ich noch gerade was. Ich meine, wenn wir es gerade sehen. Warum eigentlich nicht, wenn wir es gerade sehen? Ein Fokuskristall. Oh, den kann man immer gebrauchen, würde ich sagen. Den kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Ich weiß nicht was, aber wir können ihn auf jeden Fall immer gebrauchen. Ach, guck mal an. Kann man... Ah, hallöchen, aber auch. Schade. Wer bist du denn, Marisch? Marisch, du willst mein Pille bestimmt haben, oder? Natürlich möchtest du ihn haben. Das möchtest du nichts haben. Du hast sonst nichts weiter, was mich gerade interessiert. Für den Moment zumindest. Für den Moment. Ich hätte auch gerne so eine Robe. Aber dafür fehlt nur noch ein Level-Up, so wie es ausschaut. Nee, das ist auch nichts mehr. Jetzt kommt schon, lass mich mal vorbei. Wir werden gleich ihn unterbrechen in seinem Gerede. Genauso wie ihr. Eieiei, okay, Moment. Ich hätte gerne dein Büchleinmeister. Aha, I've been expecting you. You're going to help me. See these ignorant disciples? They've littered the school's ether with their mispronounced logoi. You need to cleanse the ether and set a good example for them. Can you see the three misshapen logoi? Not really. Right. I forgot you never had a proper education. Just wait a moment. Are you going to cast a spell on me? Hic sentio logi. Now you can see them.
What are you waiting for? Set a good example for my pupils. All you need to do is extinguish the logoi in the right order. If they start multiplying, you've made an error. Begin with the farthest one. Well, start already. Bitte was? Bitte was? Mit den entferntesten soll ich arbeiten? Bist du des Wahnsinns? I'm sure I can think of something else. Okay, wenn jemand weiß, dann entfernt er. Well, next. Okay. Yep. Ach komm schon, ernsthaft? Ernsthaft? So läuft das Spiel hier ab. Okay, gut. Was soll's? Kriegen wir schon hin, kriegen wir schon hin. Nummer 1. Gerade. Nummer 2 hier. Dann gehen wir mal nach rechts lang. Oho, die Richtung war richtig, okay. Wahrscheinlich wieder rechts, weil wir im Kreis laufen müssen, würde ich mal behaupten. Did it work? Ich glaube mal ja. Puh. Die Mitte, würde ich sagen. It worked. Nice. Ach so, und das können wir auch noch gerne mitnehmen. Ich glaube, keiner braucht... Die Minecraft braucht hier sonst keiner. Die braucht hier eh keiner. Okay, Cat's Mercy. Lukai im Äther. Haben wir das auch nochmal gemacht? Wie gesagt, keine Ahnung, warum ich das gemacht hatte. Ich habe... Mir war einfach so danach. Irgendeine von den Nebenquests, die definitiv nicht relevant waren. I never doubted for a second you'd be able to solve our little problem. I'm used to more challenging assignments. For a non-graduate of the Mage's Tower, you did a great job. Better than some of the dunderheads standing before me now. Dankeschön, Dankeschön. Feuermeteor. Das gefällt mir ungemein sogar. Aber sowas von. Ach stimmt, wer bist denn du eigentlich, Rohan? I'll study the red lines of code in the control scroll and help Orly fix the dents you left in our golems. My father's a blacksmith in Marcella. He taught me a few of the basics before I ran away to join the bandits. I never took to working with iron. But logoi and code are a whole other story. That's what I like doing best. I had to fight those golems because of your mistake. Tell me you at least learned something. Yeah, I think I see where I messed up. Orly promised she'd introduce me to Meister. That man knows his logoi. Orly said he'll take me as a disciple. Everyone's so friendly here. They even gave me 2 scrap golems to practice on. Ha! A bandit in the tower. Aren't you going to miss your freedom? No, I don't think so. Nobody in Bludgeon's gang was gonna teach me magic. And none of them would trust me like this either. Ha, nicht schlecht, nicht schlecht. Das kann den Golems rumprobieren. Da bin ich neidisch. Bin ich echt neidisch drum. Hallöchen aber auch. Was haben wir denn hier? Kriegskunst und sowas? Ah, nee, dich kennen wir bereits. Na, das bringt nichts. Das bringt rein gar nichts. Was ist mit dir hier aus? Keine Macht, aber keine Führungskraft. Keinerlei Führungskraft. Dann brauchen wir auch nicht Arkan sein. Wir wollen Anführer sein. Alles andere wäre... Nein. Alles wäre nicht gut. Wäre überhaupt nicht gut. Okay. Das heißt, wir sind jetzt gerade wieder da unten unterwegs. Yep. Dann gucken wir doch mal. Was können wir schon machen? Sprechen mit dem Bibliothekar beim Turm. Das können wir noch machen. So quasi, dass wir einmal den Turm abklappern, alles mitnehmen und danach zack, rausrennen. So schnell wie wir nur irgendwie können. Ich muss bloß die Quest, glaube ich, aktualisieren. Gut, die Burg... Das ist auch was. Bringen wir die Klapperkiste zurück. Nach dem Schatz sprechen wir mit DK. Das kann man machen. Bitte verfolgen. Für ein bisschen was. Nein, glaube ich nicht. Das bezweifle ich ganz stark. Das bezweifle ich mir jetzt ganz stark. So, ist hier irgendetwas noch? Nein, leider nicht. Das wäre jetzt doch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Aber auch hier nicht, okay. Aber hier, hatte ich aber auch. Teil 6.
Die Strategie, ich bin mal gespannt, was wir bekommen, wenn wir das Ding rausgeben. Wenn wir das alles haben. A man named Xandor borrowed some scrolls and books from the library. Is that so? Of course I know Xander. He's the most irresponsible royal mage to ever live. Hard to forget a man like that. A scoundrel took three of my books to check for references. And I've neither seen nor heard from him since. It's been more than a week. He's scampering all over the country with my priceless tomes in tow. I keep tracking his movements, but he always manages to slip away. Did you leave the mark of the all-seeing eye on him? Not Xander precisely, but the books. Have you not heard of library markings? Ha! Never mind. You'll see everything in a moment. Ecce liberos. Can you feel them now? Verloren, okay. Jetzt mal ganz ehrlich. Danke für die neue Quest. Die Frage ist gerade eher, warum bespricht hier einfach jeder auf mich Zauber drauf? Was ist mit meinen Rechten hier auch mal Nein zu sagen dazu? Hm? Warum wird das nicht gut geheißen? Ich verstehe es nicht, Alte Schüler haben wir noch, okay. Ein alter Schüler. Kein Junge, sondern ein alter. Natur der Elemente. Lachanfall zu müssen, um weniger. Da passt schon. Passt schon, wie gesagt. Ich lese nicht mehr alles vor. Sonst brauchen wir nämlich ewig und drei Tage für alles. Bei dir vielleicht, Hallöchen. Ach, da hinten geht's noch lang. Bei dir irgendwas? Nein, bei dir auch nicht. Da unten vielleicht? Na. Schade. Okay. Hätte ja sein können. Haben wir sonst noch irgendwas gerade? Wow, sieht es cool aus. What do you think of this marvel? The first prototype guardian golem. First and until a certain component is found, also the last one. I hope this wise old man is satisfied with his new toy. Didn't you recognize the man? That's his serenity, Archmage Cathorn. Of course I did. I wish to speak to him about the mage factory. Oh, that's out of the question right now. First, the Archmage is deep in meditation. He dislikes being interrupted. Second, the Archmage is in low spirits. As his disciple, I assure you, 'tis better to wake a dragon than face him in such a state. Na, danke auch fürs Gespräch. Gut, vielleicht finden wir jemand anderen zum Schwätzen. Aber diese Wachgulen gefällt mir. Den hätte ich quasi liebend gerne. Aber sowas von liebend gerne. Zu dir kommen wir gleich, alter Mann. Jetzt kommen wir dazu. Twinkle, twinkle, little star. Sorry, I got distracted. Are you interested in astronomy? Yes. I monitor the glow and color of the stars, for such is my discipline. I can see you've come from afar. The road that lies ahead of you is also long. Longer than the road here? I doubt it. I have a map to a dungeon. It is full of magic artifacts and ancient treasures. I had once thought of going there myself, but I see now that this will never happen. Magic artifacts, you say? Is this map for sale? Of course. It's yours for a mere handful of gold coins. It's not so far-fetched to think an ancient mage's cave might be hidden in some obscure corner of Nostria. Okay, es war jetzt etwas Neues. Also ich wusste nicht, dass man das was machen kann, ja? Aber gut, was soll's. Das hasse ich, dass man es nochmal extra machen muss. Man könnte es auch ins Dialogfenster einfach rein verfrachten. How wonderful, you're rich. For now, I'm a handful of coins poorer. Thank you, though. That map is more than just a dusty old bit of vellum with an X on it. It is a dream. May it come true in your hands. 500 Gold. Holla, die Walpe, das ist viel. Suche den Wald. Okay, was haben wir sonst noch alles gerade da?
Wir haben immer noch den Kampf mit dem Besiegten. Wir haben den Schatz. Finde die zauberne Klinge. Ah, okay, beides im gleichen Eck. Das Ding schaut mir gerade nicht ganz so schön aus. Jetzt hier im Mund des Feuers. Wir haben ein bisschen was am Berg noch. Ja gut, wir können zum Beispiel Prüfung hier machen und das hier noch machen. Das wäre doch bestimmt gar nicht mal so schlecht. Moment, die habe ich nicht gemacht. Die habe ich doch eigentlich gemacht. Komisch, der Fleck hätte eigentlich weg sein müssen. Okay, was soll's, was soll's an der Stelle? Und dann bringen wir die Klapperkiste zurück. Finde, ah, oder wir können drei Stück einfach hier machen und eventuell aufleveln. Und aufleveln. Dann machen wir das doch mal. Dann machen wir das doch mal. Aufleveln ist niemals eine vergessene Sache. Weil ich glaube, da kommen wir nicht rein, würde ich mal behaupten. Nein, da ist eine Alpha-Wand. Das geht schon mal gar nicht. Eventuell findet man hinten noch irgendwas, aber momentan bezweifle ich das ganz stark. Zweifle nie am Loot. Der Loot ist die Macht. Giftschädel. Oh, Giftschädel ist schön. Giftschädel. Okay. Dafür, dass ich da hinten überhaupt nichts gefunden habe, schmeißen sie mich jetzt aber gerade wieder mit Sachen. So, dankeschön. Wir reiten von dannen. Habe ich dir überhaupt schon einen Namen gegeben? Ich glaube noch gar nicht, oder? Ich bin einfach so das Pferd, das passt schon. Oh, da sehe ich was, Dass es keine mehr braucht. Ich hätte schon fast nehmen können. Komm schon, Pferdchen, komm schon. Wunderbar, Mana-Überfluss. Kann man immer recht gut gebrauchen. Wie komme ich denn jetzt hier überhaupt raus momentan? Indem ich runtergehe, zack, und das Löchle durch. Okay. Das sollten wir gerade noch so hinbekommen. Aus dem Weg, ich bin wichtig. Macht Platz für mich, denn einfach nur so. Oh. Was ist das? Meine Rose, ich kann dir nicht einfach so einen magischen Brieftaube schicken. Man darf meiner nicht ohne Grund verbrauchen. Auf Geist seiner Rauheit, nichts überrascht mich mehr. Ich werde zur Sommertür gehen, um die Barriere aufrechtzuerhalten. Ich muss sofort aufbrechen. Letzte Gruppe der Magier ist früher als erwartet zurückgekehrt und das vollkommen erschöpft. Vergib mir, dein L. Bitte, Wes. Was gibst du? Magisches Wesen der Stufe 4. Mhm. Keine davon. Wenn ich euch wegschicken würde, theoretisch. Einfach nur theoretisch gerade. Tote Rang 2, ihr kommt in die Reserve. Dann muss ich mich davon einhaben. Ich kann nur einen haben davon, okay. Und von denen hier kann ich auch nur einen haben. 3. 5 Stück. 4 Stück. Ich glaube, 6 von denen zu haben wäre gar nicht mal so das Schlechteste. Probieren wir einfach mal aus. Was soll's? Wir kaufen welche. Die anderen wären zwar jetzt auch cool gewesen, aber die sind ein bisschen, wie soll ich sagen, das übersteigt unsere Fähigkeit noch bei weitem. So, danke dafür. Ein Liebesgeständnis, wie süß. Ah, ich sehe da oben etwas. Dankeschön dafür. Wächterbecher. Der ist wichtig. Ich weiß noch nicht für was, aber der wird auf jeden Fall wichtig sein später. So, die Schattentaverne ist das hier. Yep, da gibt es einiges zu machen. It skipped a beat, okay. Aber erstmal reingehen. Was ist denn mit dir los? Wer bist denn du? 100er Lehrling. Ah, okay. Have you seen someone named Fontaine? Yeah. He rushed in here just a little while ago. Scared stupid. He's hiding in the backyard, terrified someone's gonna come for him.
He's a jittery fella. Gut, dass du sie quasi jetzt, sag's mir, verraten hast, dass er hier ist. Du bist ein toller Diener. Du bist der Beste, den ich mir gerade vorstellen kann. Nice. Und wahrscheinlich ist sie hier drin, oder wie? Ja. Come out. I know you're there. Yeah, right. So you can beat me too? Comos the Smith is very eager to see you. I know. That's why I'm hiding. In that case, I'll have to shake you out of there. Do you hear? Okay, machen wir doch. That's better. Why are you so stubborn? I'm trying to stay away from Comos. I got beaten once already today. I don't need a licking from him, too. So you're the victim. Interesting. Who beat you up? These bandits at the fair. I left the carriage behind, too. Bandits? You'd better go see the blacksmith and tell him everything. But you don't know Comos. He won't listen. I abandoned his carriage and tools. Well, that's all it'll take for him to judge me guilty. These bandits you ran into, are they still at the fair? No idea. I ran for it once the brawl started up. People were being beaten, stalls trashed, things stolen. I just ran. I'm not ashamed. My life is worth more than a box of tools. Und da gebe ich ihm wiederum recht. Ich will jetzt auch nicht gerade quasi mein Leben für einen Hammer riskieren. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, sagen wir es mal so. Das muss definitiv nicht sein. Hey there. What's this about a mad wizard? Mad wizard? I can't tell you much. That odd bird didn't say a lot that made sense. It burst in here, eyes all crazed and gleaming, as if someone was chasing it with a broadsword. I tried to calm him. I spoke very soothingly. Then he screamed, "Don't touch me! Palatinus's name is cursed!" and fled, never to be seen again. So where did he go with his gleaming eyes and all? To the old ruins. They're not far from here. That reminds me of Palatinus. Definitiv, definitiv. Was ist mit euch eigentlich los? Verfluchte Dorf. Ah, du warst es, genau. What an intriguing village. With a very unusual magical signature. Do you know what this device was detecting? Oh, of course not. But fortunately, the creator has heard my prayers. Amanda, a neighbor of mine from Parnak, found me. Let me present her to you and she'll explain it all. Always pleased to meet someone learned. Let me introduce myself. I'm Amanda, a disciple of the Mage's Tower. Bernard was exceedingly nervous about the device, so I said I would try to figure it out myself. Let me see it. Give me a few minutes. Was ist ein paar Minuten? Well, what does it say? It indicates a strong efflux of dark charms in the village, most intensely by the mountain wall. What could it be? Oh, Creator, the Mage's Tower! Why am I not surprised to hear about mages? Grills! There are several of these round waste grills on high, and one of them is open. That means the mages were dumping their magical garbage down on the village. The locals have nothing to do with it. We thought the villagers of Rickville were poisoning us. They've always hated us. But as it turns out, the mages are truly to blame. Such a grave accusation must be supported by proof. Any ideas? How about this? Let's meet in the Mage's Tower in the yard by the Market Street. I seem to recall something relevant in the archives. Not to worry. I'll figure something out. Okay. I'd visit the Mage's Tower myself and ask around, but I find it very intimidating. Who knows with mages? Maybe I ask about this Parnak stuff and kazam! I spend the rest of my days on a lily pad eating flies. Okay, viel Spaß dabei. Wir werden es auf jeden Fall nicht machen. Was ist mit dir denn? Du bist im Mira? Sorry. Oh, you're not from the fair, are you? Hey there, girl. Are you all right? Oh, I'm sorry. Do you know about the fair on the Eastern Road? Merchants from Lorien and Artesania gather there to trade. I'm a stranger to these parts and don't know anything about the local fairs. And no, I haven't seen it.
My father, Edel, went to the fair and never returned. He promised to return within a day with a present for me, but he's still not back. Perhaps you'll learn something if you're out that way. Ach Gott, okay, kann man natürlich auch machen. Ich möchte eigentlich eher Quests abbauen, aber irgendwie... Ich meine, wir können sie auch liegen lassen und die Hauptquests machen. Wäre natürlich auch eine Sache, aber... Na, das geht auch nicht, das geht auch nicht. Irgendwas bei euch hier? Nein. Okay, haben wir denn alles denn hier quasi gemacht? So quasi, ja, Rosan. Untersucht die Ruinen. Ah, das war das hier. Und ein Kampf. Dann würde ich doch mal sagen, die Ruinen sind gerade eher interessanter. Weil wir da vielleicht rausfinden können. Oh, hatte ich ein Versteck. Was quasi passiert ist. Warum ist... Oh, 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 Hallöchen aber auch. Nice. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Und ein bisschen hiervon. Hätte vielleicht noch ein bisschen mehr sein können, aber ich sage nicht mehr. Ich nehme das gerne entgegen. Der Lootgott ist beschwichtigt dadurch. Aber sowas von... Irgendwas hier hinten? Und da noch nicht, okay. Hätte ja sein können, Such den Marktplatz auf, das kommt danach. Bärenpelz. Wir stecken wirklich alles ein. Ruinen am See. Öffnen. Oh, Hallöchen aber auch. Palatinus, we need to talk. Raise your shield, please. Go away. Stop torturing me. My soul is a fire. Can you not see how I am suffering? Oh, never again will I pursue easy money. The elementals are charging my shield right now. If you dare break into their cage, they'll tear you to pieces. Neither you nor they can get me. Now get out of here. Venenum, magnum, letum. Moment, da kann man vielleicht was dagegen machen. To directly connect his shield to the spirit realm. A genius indeed. Vernichte die Geister, löse das Runenrätsel. Moment. Did it work? Oh, also das muss sein. Nee. Right. Ja, okay, die Reihenfolge. Jetzt haben wir ein I. Wir haben ein I. Es scheint aber nicht mehr hier drin zu sein. Oh. Nein, das ist draußen, oder? Ja, yep, das ist draußen. Ein I und dann dieses komische Ding nach unten. Ein I. Ein I. Rot, oder wir können auch so... Ah, Moment. Das finden wir schon irgendwo, Ein I. Uns hat es gerade noch nicht gefunden, aber ein bisschen Schatz, ein bisschen Geld, ein bisschen was von allem. Das auch nicht. Wo ist denn... Ah, guck mal her, ein I. More? Ja, more auf jeden Fall. Ein bisschen Zauberkraft kann man immer gut gebrauchen. So, wenn wir jetzt das haben. Ich meine, vernichten könnten wir den Käfig auch, aber... Nein. Alles gut soweit. Okay. Den ersten nach haben wir. Zack, zack, zack. Sieht aus wie ein K. Zack, zack, zack. Du bist es netter. Du bist es auch netter. Mein geliebter Prinz. Ach. Höre ja, okay. Viel Spaß damit. Ich aber auch. Eine Silberkiste. Interessanter Ausblick. So, wenn das das nächste wäre, danach. Zack. So ein Gekringel. Mehrfach Gekringel. Puhuhuhu. Wo findet man sowas denn?
Definitiv nicht hier, hier auch nicht. Das hatten wir bereits. Kann ich denn? Da kann ich sogar einmal rumlaufen, okay. Das ist schon mal gut, denn der Loot können wir nebenbei auch noch mitnehmen. Wunderbar. Wo ist denn das Kringel? Ah. Oh ja, aber sowas von. Aber sowas von. Das heißt, das letzte ist ein... ein N. Sowas wie ein N zumindest. Schauen wir doch nochmal. Ein N. Ein... ah, schlimm. Du bist kein N. Du bist auch kein N. Das soll ich einfach nur so durch die Gegend, so wie es ausschaut. Du auch nicht. Ah, oh, ist hier vielleicht noch... oh. Da war eine Kleinigkeit. Wenn mein Alarm immer noch weitergeht. Yep, der habe ich schon so mäßig, aber das Rätsel wollen wir noch vorhin machen. Das möchten wir noch kurz gemacht haben. Ah, ein gespiegeltes, aber es wird das ein richtiges sein. Well, next. Quest erfolgreich gemacht, das verrückte Genie. Bin ich mal gespannt, was jetzt zu sagen hat. Aber das ist natürlich erst in der nächsten Folge. Ha, und jetzt mache ich den Cut. Bis zum nächsten Mal, aber euch hat viel Spaß beim Zuschauen, würde ich freuen. Wenn ihr dann mit dabei sein könntet, macht's gut und wie immer. Tschüss alle.